Die Weihnachtsfrau hat vom Weihnachtspunsch noch Plastikbecher übrig und macht damit ein Experiment. Sie erhitzt in der Flamme einer Kerze einen Nagel oder eine Büroklammer. Tipp: Vorsicht beim Erhitzen der Büroklammer oder des Nagels. Am besten haltet ihr die Büroklammer mit einer Zange fest. Und bohrt damit ein Loch in die Mitte des Bodens des Plastikbechers, in das genau ein Knickstrohhalm passt. Der Knickstrohhalm ist umgeknickt, sodass sich das eine Ende im Becherinneren etwa 1-2 cm über dem Boden befindet und zum Becherboden zeigt. Das andere Ende ragt unten aus dem Becher raus. Der Knick ist jetzt der höchste Punkt des Strohhalms. Der Übergang zwischen Becher und Strohhalm wird mit Knetgummi abgedichtet. Nun füllt sie den Becher mit Wasser auf, sodass der Strohhalm komplett von Wasser bedeckt ist. Was passiert? A. Das Wasser bleibt im Becher. Es passiert nichts. B. Es läuft so lange Wasser aus dem Becher, bis der oberste Punkt, der Knick des Strohhalms, im Trocknen liegt. C. Es läuft so lange Wasser aus dem Becher, bis das obere Ende des Strohhalms im Trocknen liegt. D. Es läuft so lange Wasser aus dem Becher, bis der Becher leer ist.